Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bond-Review. Jetzt endlich mal mit einem neuen Darsteller. Hat doch lang genug gedauert. Wir befinden uns im Jahr 1987 und der neue Darsteller ist Timothy Dalton, von mir persönlich sehr geschätzt. Er durfte ja leider nur zwei Bonds machen, aber ich finde beide sehr gut. Ne, also so... Wenn mich so Qualität ansetzen würde, dann wäre er halt wirklich ein Top-Bond. Wir fangen mal an mit Der Hauch des Todes. Ich sagte ja schon im Vorgängervideo, dass viele jetzt plötzlich dieses Tod immer im Titel haben, wieso auch immer. man konnte da irgendwie sich nichts anderes überlegen oder was weiß ich. Im Original heißt er The Living Daylights. Die lebenden Taglichter, ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich, es ist irgendein englisches Idiom, was wir halt im Deutschen nicht haben. Und da wusste man einfach nicht, wie man das übersetzen kann, weil die Phrase selbst fällt auch im Film. Und zwar kommen wir erstmal zur Handlung. Entschuldigung. Es geht um einen Überläufer des KGB, gespielt von, wie heißt er? Jeroen Krabbe, wie auch immer, ein holländischer Darsteller, der sich in dem Film auch selbst synchronisiert hat, also der kann halt auch Deutsch, der vom KGB überläuft und zum britischen Geheimdienst und in dem Moment, wo er überläuft, wird er gleich wieder geschnappt. Vom KGB gleich wieder entführt und man denkt ja, was ist da jetzt los und ermittelt und findet heraus, dass dieser Mann ein doppeltes Spiel spielt. Und zwar arbeitet er mit einem Waffenhändler zusammen. Und die wollen da halt wirklich ein ganz großes Ding abziehen. Da kommt Drogenschmuggel rein und. Ist alles sehr, sehr... ist schon ziemlich komplex. Ich weiß nicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich völlig... gut, damals war ich erst irgendwie 13 oder so. War ich so am Ende völlig verwirrt. Ich wusste überhaupt nicht, wie das zusammenpasst. Ich musste den Film tatsächlich dann irgendwie, als ich das zweite Mal gesehen habe, dann habe ich erst verstanden, okay, so passt das Ganze zusammen. Ja, und jetzt muss ich erstmal einen Fehler korrigieren. Und zwar taucht Andreas Wisniewski hier auf als Handlanger. Und nicht, wie ich vorher gesagt habe, bei In tödlicher Mission, auch wieder ein Todfilm. Mein Gott. Nee, der taucht hier auf. Ne? Und irgendwie ein Jahr vorher, nachher oder im selben Jahr auch bei Stirb langsam. Also heute ist der Mann Buddhist. Das kann man, so viel kann ich mal dazu sagen. Der Bösewicht wird gespielt von Joe Don Baker, der in den Pierce Brosnan Bonds den Felix Leiter spielt, was auch irgendwie sehr lustig ist. Ich finde es immer witzig, wenn irgendwie dieselben Darsteller so unterschiedliche Rollen haben in den Filmen. Und da gab es auch, das habe ich vergessen damals zu erwähnen, wie heißt der, Charles Grey, der in Man lebt nur zweimal spielt er quasi einen Gehilfen von Bond und in Diamantenfieber spielt er dann Blofeld. Ist auch sehr lustig. Ja, wie gesagt, also Waffenhändler, es geht um Waffen, es geht um Drogen und um diesen Überläufer. Und um jetzt auch mal auf den Titel zurückzukommen, und zwar gibt es da dieses Bond-Girl, die irgendwie von einem, ja, weiß nicht, wie sie heißt, von einer jungen Dame gespielt wird, die soll... Bei dieser Überlaufaktion, der geht ja nicht einfach in die Botschaft und sagt, hier bin ich und beschützt mich mal, sondern das Ganze muss ja irgendwie toll geplant werden und durchgezogen werden. Da spielt sie so eine Art Killer, um das Ganze ein bisschen, also so ein Attentäter, um das Ganze ein bisschen authentischer wirken zu lassen. Und Bond hat eigentlich den Auftrag, um diese... nicht Übergabe, um diesen Überlauf, sagt man Überlauf? Ja, wenn man jemand rüberläuft, dann ist er ein Überläufer, also Überlauf. Damit das authentisch wirkt, will der halt überlaufen und sie ist halt die Killerin und Bond soll ihn beschützen und eben dann den Attentäter ausschalten. Und dann sieht er plötzlich, ja, da ist so ein junges, hübsches Mädchen und schießt halt
auf sie, aber er tötet sie nicht, sondern er schießt halt nur auf das Gewehr und sie kriegt halt einen Schreck und rennt weg. Und dann sagt er halt am Ende so, ja, heute Abend hat sie bestimmt den Hauch des Todes gespürt, sagt er in der deutschen Version. Und im Englischen sagt er so wie, I scared the living daylights out of her oder so. Irgendwas in der Richtung. So, ne? Wie gesagt, ist halt ein Idiom, was wir im Deutschen nicht haben. Musste man sich was anderes überlegen. Für die Situation passt es. Ne? Aber wenn man natürlich immer das 1:1 gegenüberstellt, dann ist es halt, ja, nicht dasselbe. So, ne? So. Aber okay, gut. Wie gesagt, es war irgendwie so ein Trend, alles mit Tod im Titel dann zu haben. Hat man sich gesagt, ach scheiß drauf, komm, machen wir auch hier was. Der Film spielt zum Teil, ich glaube tatsächlich, ne, ich glaube es war Ungarn oder so, also er spielt zwar in der damals noch Tschechoslowakei, ne, heute ist es ja nur noch Tschechien oder Tschechei, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ich glaube, gedreht haben sie in Ungarn, aber tatsächlich quasi hinter dem eisernen Vorhang, wie man so schön sagt. Ungarn war sowieso schon mal ein bisschen freier, aber man merkte so langsam, der Osten öffnete sich. Ne? Es war noch nicht ganz so weit mit dem ganzen Mauerfall und so, aber schon so langsam ein bisschen offener wurde man. Obwohl auch hier natürlich wieder die Russen die Bösen sind, ne? Wieder einmal, aber vielleicht hatte man denen das ja gut verkauft und gesagt, ja, das passt schon. Ich weiß es nicht. Das Ganze spielt dann am Ende noch in Afghanistan. Das ist dann auch wieder sehr lustig so. Ne? Das ist natürlich wieder die afghanischen Freiheitskämpfer sind da natürlich wieder die Guten. Wie gesagt, die politische Lage war halt mal so. So ein Film würdest du heute natürlich nicht mehr drehen. Aber egal. Ja, was gibt's noch zu sagen? Habe ich schon zum Titellied was gesagt? Von Aha gesungen, auch einer sehr beliebten, bekannten Band der 80er, die eigentlich, wenn man so will, 1987 noch relativ frisch am Markt sind. Ich glaube, ihr Take On Me war gerade erst mal von 84 oder 85 oder so. Also die gab es quasi erst seit 2-3 Jahren. Aber die waren eben so populär, dass man ihnen da irgendwie ein Bond-Lied zudachte. Und wie ich finde, auch ein sehr schönes. Es ist auch wieder so ein bisschen flotter, rockiger. So heißt auch The Living Daylights in dem Titel, in dem Fall. Also da haben sie mal den Titel wieder übernommen. Ja, definitiv eins der besseren Lieder. Ja, Timothy Dalton, was soll man sagen? War wieder ein frisches Gesicht, obwohl der, naja gut, der war schon einiges jünger als Roger Moore, aber es war jetzt auch. Die Figur des James Bond soll der eigentliche Mann in seinen 30ern sein. Und ich glaube, Timothy Dalton war zu dem Zeitpunkt aber auch schon in seinen 40ern. Ja, ich weiß, macht nicht viel aus. So, ne, aber prinzipiell sozusagen per Definition wäre er schon raus gewesen. Aber ist in Ordnung. Wie gesagt, ich finde ihn sehr gut. Er ist halt um einiges dynamischer. Er ist ja auch Timothy Dalton, so wie ich das weiß, macht er ja auch seine Stunts zum Beispiel selbst. Bei Roger Moore, da hast du halt dieses klassische vor der Rückprojektion, ne? Dieses macht irgendwas im Hintergrund, wackelt das Bild und denkst du so, ja, oh, Roger Moore hier, wow, was für ein Held, nee. und Timothy Dalton hat halt wirklich seine Stunts wohl selbst gemacht. So habe ich es mal gehört. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Aber ihm traue ich es auf jeden Fall zu, dass er viele Sachen selbst gemacht hat. Der wirkt halt doch um einiges dynamischer. Schade finde ich bei Timothy Dalton immer so ein bisschen, dass der wirklich, der hat diese zwei Bonds gedreht, was ja nur wirklich große Filme sind, und dann so ein bisschen diesen Fluch, so, ne, dass danach dann, klar, der ist noch in einigen Filmen aufgetreten und vielleicht, wenn man in England wohnt, kennt man ihn noch besser. Ne, mir fallen auch noch so ein paar Sachen ein. Da gab es diesen Scarlet-Film, also diese Fortsetzung von Vom Winde verweht. Das war so eine große TV-Produktion, hat er gemacht. Dann bei Hot Fuzz zum Beispiel, nach vielen Jahren ist er da aufgetreten. Und ja, was gab es noch? Irgendwie so von Disney, so ein Film Rocketeer, den habe ich nie gesehen. Ja, aber so ein großer Schauspieler, also wie zum Beispiel Sean Connery, der ja auch danach viele Sachen gedreht hat, ist ja nicht, für mich jedenfalls nicht. Na, und na gut, Roger Moore hat danach eigentlich auch nicht mehr viel Sachen gemacht, wo man sagt, oh klar, der ist auch noch hier und da aufgetreten, aber
sowas Großes, Prägnantes kann man auch nicht machen. Bei Timothy Dalton leider auch. Schade, schade. Wie gesagt, als Bond passt der einfach sehr gut rein. Aber egal, was wir machen. Schön. Okay, dann wäre es das gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen und bis dann bleibt mir immer zu sagen, ich sage ja zu Deutschem Wasser. Ciao.